weiß nicht, Orts? Kashido Orts? Das ist irgendjemand von dir übrigens. Ach, X-Rand ist das, oder was? X-Rand, moin. Wo ist denn? Da sind wir gerade. Hi. Ja, wir haben heute nicht so viele Kameras zur Verfügung. Die ist aus, die ist aus. Ja. Oh Mann. Aber die geht und die geht und die geht. Ja. 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 Ist überall Ton? Ja, es ist überall Ton. Geil. Ja. Ja, hier auch schön. So. Da ja. ist auch Ton, oder? Ja, ja, da ist auch Ton. Hm? So, oh, ja. Mm. Geil. Ja. Ja. Mit so einem Herz drumherum. Ja. Boah, wir müssen, ja, wir müssen ein bisschen, wackeln, ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen, dadurch, dass die Monitore jetzt hier nach hinten verlagert sind und ich hinten noch keine Stütze habe, wenn da ein kleiner Wackler kommt, donnert gleich alles nach hinten, weil das Gewicht hinten ist. Bam. Jetzt beruhig dich doch mal, Mensch. Oh, ich habe Kaffee. Hm? Ich habe gesagt, dass ich Kaffee ja, habe. Ja, was ist das denn für ein Einwand so? Ich habe Kaffee. Ich teile mich doch nur dir mit und dem Chat. Deinem Chat. Darf ich hier auch Leute bannen? Nee, ab jetzt ist es ja unser Chat. Ne? Ab jetzt ist es unser Chat. Ach so, dann bann mal ein paar Leute bitte. Ja? Nur so. Karasan, wo ist sie? Wo ist die Alte? Weg damit. So, ist das in deinem Interesse? Ja, immer noch. Ja. Wie macht man dann das scheiß Mikro ran? So. Da. Hi. Also das Wichtigste für mich in einer Beziehung ist der Beischlaf mit dem anderen. Ja. Ja. Das ist X, der ist übrigens X-Rand. Ja, X-Rand. X-Rand. Ja. Ist ein guter, sehr witzig. X-Rand, halt ein Rand, ne? Der war das. Der ist super witzig. Der war das. Und Terea ist Kathleen. War richtig jetzt? Kathleen. Kathleen. Heute Abend musst du leider gehen. Aber erstmal bleibst du noch da. Das wäre wunderbar. Zeig uns deine Hupen. Ist das FSK 18? Nee, noch nicht. Noch nicht. Erst okay. Ab 18 Uhr. Okay, also dürfen wir jetzt noch nicht sowas wie... Nein. Okay. Nein, nein, nein. So, dann lehnen Sie sich mal zurück, ne? So, was hätten Sie denn gern für einen Haarschnitt? Relativ kurz, nehme ich an. Oh, Dreadlocks, ne? Mach rein. Ich mach rein, aber vorab machen wir erstmal eine kleine Massage zur Lockerung. Ja. Das tut nicht gut. Tut das, warum das denn nicht? Hören Sie mal, Flegel. Das tut weh, aber nicht gut. Was soll ich denn machen? Machen wir so. Ist Akupunktur. Ne? Nee, das ist auch keine Akupunktur. Akupunktur ist doch so mit... Ja, aber hier bei uns machen wir mit Daumen. Daumen-Akupunktur. Aber du kannst auch nicht den Daumen in meine Haut reinstecken. Ich habe das Gefühl, sie entspannen sich gar nicht. Ich bin mega entspannt. Gleich entfurcht mir einen Furz. Ja, wenn das geschieht, das ist für uns Masseusen immer das größte Glück. Weil dann wissen wir, da hat sich einer relativ stark gehen lassen. Du bist doch keine Masseuse. Ich bin eine Masseuse. Blöd und deswegen auch eine Masseuse. So, jetzt entspannen Sie sich. Ich mache hier kurz noch weiter. Treffe ich da einen richtigen Nerv bei Ihnen? Ich bin doch ganz entspannt, oder was? Oh, eine gewisse Steifheit ist vorhanden, sag ich mal so. Nee? Aber tut schon relativ gut. Tut relativ gut, oder was man sieht? Ja. Ja? Och, Mensch, junger Mann, was ist das denn? Junge Arme. Oh, da ist ja richtig was vorhanden, Mensch, das kenne ich ja so gar nicht. Nee? Sie kennen keine Arme, oder? Naja, schon, aber die meisten, die hier sind, die haben gar nichts im Ärmchen. Und bei Ihnen ist das richtig stabil, Mensch. Hören Sie mal! Ja. So, und damit wollte ich nur zeigen... So beginnen billige Pornos. Damit wollte ich zeigen, ich habe sehr viel Liebe zu geben. Ne? So. Und bisher macht nur Kashi immer seinen Profit daraus. Ja. Euch interessiert es auch nicht. Ihr fragt gar nicht weiter nach, ne? Es hat hier von einer Tür geklingelt. Ich dachte schon, du bist das. Hast gedacht, ich war das gar nicht. Obwohl ich auch geklingelt habe. Nee, aber zuerst dachte ich, du wärst das gewesen. Nein, nein. Ich kam später. Beim ersten Klingeln meine ich doch, Mensch, da hat mir doch jemand ein Paket gebracht. Ja? So. Ja. Wer? Ich merke schon, ich muss mein Profil wieder neu an. So. Oh, weißt du, da finde ich, da geht's für mich los. Ne? Mal einmal mit der Welt. Ich hab echt keinen Bock mehr, ne? Ja, du bist doch hergekommen. Ja. So, ich weiß nicht, was drin ist. Kashi, nicht umdrehen jetzt. Nicht luschen jetzt. Ich guck, was drin ist. Ich kann auch echt schlecht luschen, weil ich das hier auch nicht sehe. Nein, du siehst es doch im Grunde genommen gar nicht. So. Pass auf die Adresse auf, hast du mir gerade. Ach so, scheiße. Ja! Mann!
kann auch nicht auf alles hier achten. So, warte kurz. Ich muss mir das nochmal ein bisschen genauer angucken. Ist da Pizza drin? Hm? Was? Siehst du, was das ist? Nee, ich darf hier nicht gucken. Oh Mann, jetzt guck doch mal endlich. Und dann soll noch hier stehen. Ich bin die Schiedsäule! Ja! Das Maskottchen lebt im Grunde genommen. Ne? Ja, und jetzt krieg ich noch einen und dann ficken wir schön, ne? Nee, für dich hatte ich gleich was anderes. Also, liebe Schiedsus, Kassi, wenn du das noch einmal machst hier. Ja, ich bin nicht dein Köter, Alter. Pass mal ein bisschen auf. So. Nee, du bist meine Eule. Hä? Nee, das Maskottchen, die Schiedsäule. Mensch, ihr habt es doch sogar unten eingeblendet. Unten rechts in der Ecke habt ihr doch das Original. Ich stelle mich mal daneben. Warte mal. Aua. So, Moment. So? Ist. Komm. So? Nee, noch ein Stückchen weiter runter. Noch weiter. Ja, ist klar. Ja, jetzt ist gut, ne? Ja, weißt du, kannst ja echt sparen. Das ist doch nicht witzig, wir lachen darüber. Ja gut, okay, so jetzt hat glaube ich jeder gerafft, was ich hier bin, ne? Die Schiedsäule, so, da bin ich. Im Moment hast du dir die Scheiße bestellt. Ja. So. Kann auch erstmal weg. Nein, aber vielleicht nachher, wenn ich nicht mehr ganz so bei Sinn bin, vielleicht packe ich es nochmal aus. Ja. Und wer weiß, was ich dann damit mache. Vielleicht zeige ich ja mal ein natürliches Federkleid und habe nur die Maske drauf. Das wäre doch richtig nice. Mein natürliches Federkleid. Ja. Und es ist so, wer als Experte hier heute ist und über mich wachen soll, ne, bei dem muss man das ja auch erkennen, dass er Experte ist. Und deswegen habe ich hier Folgendes für dich. Einmal habe ich für dich, damit jeder weiß, Kashi ist der Experte, habe ich einen weißen Kittel für dich. So müssen das die Forscher machen. Und ein Klemmbrett. MXL? Ja, es gab noch XXL. Das waren die zwei Alternativen. XL und XXL habe ich XL genommen. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht, weil es ein langer Kittel ist. Ja, das kann weil sein. L wäre nur bis hier. Ja, XL ist... aber dann hätte ich... Na, egal. So. Es wird hier schon stehen. Ja, wir sind sehr gespannt. Na? Den schon mal an, probieren schon mal an. Schauen wir mal. Ein Klemmbrett, wo er seine Notizen machen kann, ne? Dass alles dokumentiert wird, ist ganz, ganz wichtig. Kann ich holen. Und dann haben wir noch den Puster. Den müssen wir natürlich auch nochmal checken, wie der jetzt richtig funktioniert und wissen, wie alles läuft. Oh, das macht ja gleich eine ganz andere Persönlichkeit aus dir. Ich fühle mich wie in meiner Ausbildung als Einzelhandelskaufmann. Da hatte ich auch so einen Kittel an. Ja, da war man noch ein Depp, ne? Und jetzt bist du aufgestiegen und bist in der Schiedsbude im weißen Kittel. Das bedeutet doch gleich viel mehr. Es ist aber warm darunter. Ich muss mir tatsächlich den Pullover ausziehen, wenn ich... Okay. Ja, du könntest ihn ja auch offen lassen. Aber ich muss sagen, schon billiges Fabrikat, ne? Es ist billiges Fabrikat und deswegen passt es auch wie angegossen. Hast du so eine Brille? Nee, ne? Ja. Sicherlich. Also ohne Sichtstärke oder mit? Ja, auch bestimmt ohne. Da müssen wir mal... Ach, das nervt aber auch. Ja. Was ja? Er sagt ja und geht weg, als wollte er noch irgendwas gesagt haben und sagt einfach nichts. Er geht halt einfach weg. Ich klemme mir das jetzt hier dran. Ich übernehme den ganzen Bums jetzt hier. So, ich hoffe, ihr seid alle fleißig gewesen. Ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. Vortragen bitte. Das ist die original Willy Hellmann Brille von früher. Ja, Mann, das ist doch der Shit. Ja. Das sieht doch richtig nice aus. Ja. Sehr eng, ne? Ja. Ja. Aber eng ist ja ein dehnbarer Begriff. Wie soll ich denn hier einen vernünftigen Vortrag halten? Wir halten die Karte vorsichtshalber da drunter, ne? Weil wenn da gleich was durchpauschen sollte, haben wir es nicht auf deinem Pulli. So, oh. Du bist aber auch schlau. Ja. Hm. So denke ich nämlich mit. Küss mich. Naja, wenn ich besoffen gewinne. So. Perfekt.
Ah, siehst du? Gut, dass ich es gemacht habe, ne? Ja. Ja, ja, klar. Das ist klar gewesen, ne? So, wo ist der Pinöpel hier? Wo ist... Kevin säuft nachher und Kashi überwacht die Stadien des Betrunkenseins ein wenig. Quasi ein Selbstexperiment, weil Kevin ja sonst nie trinkt. So! Oh, da tut sich was. Da. Weil ich mache ewig weiter und gleich BAM! Passt doch. Passt, ne? Ja. BAM! Oh. Oh. Die Luft! Oh Gott. So. Machst das so. Darf ich den Rest machen? Ja. Viel Spaß, Danika. Oh! Oh! Jetzt ist es die Schizoeule. Ach, das war mein Fehler. So. Aua! Oh, nee! Ist das nicht toll, dass ich die auch in den Schizofarmen bestellt habe? Das ist nicht toll, ja. Das ist für dich... Ist für dich doch auch bestimmt, wo du sagst, Alter, der denkt sich ja was dabei, ne? Ja. Oder? Na, ich finde das echt geil, dass du dir so viel Mühe gibst. Ich mach das nicht. Ich gebe mir keine Mühe. Nie. Nee, das stimmt ja auch nicht. Nee, stimmt nicht. Also für meine Streams gebe ich mir keine Mühe. Warum auch? Wofür denn? Für wen? Für was? Ach so. Wie für was? Das stimmt ja jetzt alles gar nicht, was du gesagt hast. Das lügst du ja schon wieder. Ja, das ist halt das, was ich meinte, ne? Deswegen hatte ich es auch von erwähnt, dass ich möchte, dass meine Freundin auf jeden Fall immer ehrlich zu mir ist und so. Und treu, weil du, von dir weiß ich ja schon, dass das nicht so ist. Geil, das erste Ding ist aufgeblasen. Ja, kann man echt gemütlich drin sitzen. Nicht so chillig, wa? Da! Da haben wir den Fotzkopf. Ist gemütlich, sagst du, ne? Oh, ist geil. Und jetzt, oh, jetzt, weißt du, was geil wäre jetzt? Na? Ein Fußbad. Digga, das Planschbecken muss ja nicht schon hier vorne stehen. Oh. Geht schon mal. Alkohol. Alk. Wenn man es verstanden hat, ist glaube ich echt easy. Deutsch. Ich brauch Deutsch. Oh, Schizo. Ja, weißt du, ich versuche jetzt zu entertainen und du machst das runter. Ich habe den nass gemacht mit der alten W50 TLF-16. Geil! Flo hieß er übrigens, wenn ich mich richtig erinnere. Kann das sein? Flo war dein Name, ne? Flo hat Dings nass gemacht. Mit W50 TLF-16. Ja, klar. Ja, aber bei mir kommt immer noch Video. Mal rein. Puste. Aber sollen wir nicht 20 Sekunden pusten oder so? Der hat runtergezählt. Achso. Also nochmal zur Erklärung für diejenigen, die nicht dabei waren. Letzten Samstag, Remi Demi Stream, war ein Spiel in 4 Minuten 23 Shirts anziehen. Habe ich nicht geschafft. Leider fehlten noch 2 Shirts. 2 Shirts fehlten. Und dann haben wir danach gesagt, in 6,5 Minuten alle 23 Shirts wieder ausziehen, immer einzeln natürlich, und die gleich auch ordentlich zusammenlegen. Das habe ich geschafft. Da hatte ich am Ende, glaube ich, noch 20 Sekunden oder so. 20 Sekunden hatte ich noch, ja. Okay, zieh ein. Auf die Plätze! Fertig! Los! Unterstrichen setzt dann übrigens, ne? Ja. Ja. Und besser.
Hose! Okay, in 3 Minuten 54. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sehr schön. 3 Minuten 54. Nicht schlecht. Das ist echt gut. Auf die Plätze. Ach Flo, Mensch, hast du nochmal abonniert? 3, 2, 1. Ja. Ja. 8 Sekunden sind schon um. Boah. Nein, nicht schon wieder. Was? Wie drückt die Seite? Handy? Ja. So, stopp. Stopp. 5 Minuten 31. Oh, geil. Eine Minute früher. Wahnsinn. Und wieder schneller. Wieder schneller. Aber du hast jetzt ja einen Vorteil. Also du hattest jetzt einen Vorteil, weil du schon Übung hast. Ich weiß nicht, wie man T-Shirts anzieht. Ja, ist richtig. Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay, Zeit läuft. Ach so. Ah. Down. Oh ne, so ist nicht gut. Aber lieber so. So, der Kashi. Also, ich würde jetzt behaupten, sein Vorteil ist auf jeden Fall, dass er schlanker ist. Bei ihm sitzt das alles ein bisschen lockerer. Ich habe mir die Shirts zum größten Teil auch da gekauft, wo ich selber noch ein bisschen schlanker war. Deswegen sind sie umso mehr für mich relativ eng. Stopp. So. Gut! In 2 Minuten 38 hat er sich 23 Shirts angezogen. Ja, dieser widerliche, dreckige Bastard. Du bist soweit, dann 6,5 Minuten zum Ausziehen und Zusammenlegen ab jetzt! Ja. Ja, du Wichser. So. Okay. Du hast es geschafft in 2 Minuten 53 Sekunden. Also, im ersten Spiel geschlagen, im zweiten Spiel geschlagen. Applaus für Kashi! Ja. Ja, eigentlich finde ich es nicht so gut, ne? Ein Schiff fehlt noch, Kashi. Was? Was soll das denn? Was denn?